Hallo zusammen. Ja, wir sind leider wieder zurück von der Symphony of the Seas und aus Miami und auch von den 2 Nächten Business-Veranstaltung auf der Wonder of the Seas. Und da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal wieder so ein kleines Real Talk-Video, wie denn diese Kreuzfahrt, die für uns wieder unter fast ganz normalen Bedingungen stattfinden konnte, überhaupt war. Wie war es an Bord bezüglich der nicht mehr vorhandenen Maskenpflicht? Wie haben sich auch die anderen Passagiere verhalten? Wie habe ich es empfunden? Wie ist der Vergleich zu Deutschland? Wie waren so die anderen Sachen auf dem Schiff jetzt? Und das möchte ich heute mal so ein bisschen in dem Video erzählen. Ich bleibe dabei dann bei der Reise mit der Symphony. Ganz einfach, weil das die Urlaubsreise war, eine Reise, wie sie jeder von euch jetzt auch unternehmen könnte und auch unter den normalen Bedingungen. Kann euch aber sagen, auf der Wonder war es ähnlich. Nur da können wir jetzt nicht ganz so viel sagen, weil das einfach ein ganz anderer Tagesablauf war als jetzt bei einer normalen Urlaubsreise. Von daher klammere ich die aus. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Reise mit der Symphony of the Seas. Und da fangen wir mal an mit dem Thema Maskenpflicht. Ja, ich hatte mich riesig gefreut, denn anders als hier bei den deutschen großen Anbietern TUI und AIDA, wo es trotz, dass die Maskenpflicht hier in Deutschland in den Innenräumen weitestgehend aufgehoben ist, an Bord noch eine Maskenpflicht für Innenräume besteht, hatten einige internationale Reedereien, darunter eben auch unsere Lieblinge Royal Caribbean, angekündigt, dass die Maskenpflicht in Innenräumen dort fällt. Das heißt, auf dem Schiff muss man, wenn man geimpft ist, nirgendwo mehr eine Maske tragen. So, das betraf dann also so alle Erwachsenen, denn als Erwachsener kommt man ungeimpft gar nicht mehr auf das Schiff. Wie sich das bei Kindern dann an Bord so verhalten hat bezüglich der Masken, dazu sage ich nachher auch noch mal eben was. So, aber das soweit die Theorie damals gewesen und ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil ich es einfach schöner finde, wenn die Menschen wieder ihre Gesichter zeigen, wenn ich mich wieder unter Menschen normal bewege und die Menschen sich auch wieder normal verhalten. So, also wie gesagt, die Freude war groß. Es war dann aber auch so ein bisschen Skepsis, nachdem dann hier ja die Maskenpflicht gefallen ist. Und mal ganz ehrlich, wenn ich hier durch die Geschäfte gehe, habe ich das Gefühl, die Maskenpflicht ist immer noch da und ich tue hier gerade was Illegales, denn oftmals bin ich die einzige Person, die da ohne Maske läuft. Also es ist hier in Deutschland, finde ich, ganz extrem, wobei das auch wieder von Ort zu Ort unterschiedlich ist, aber doch weitestgehend noch so. Und von daher habe ich gedacht, naja, freust dich jetzt, aber nachher fühlst du dich da auch wieder eher wie ein Alien, weil alle anderen sagen, ach, ich trage die trotzdem noch, auch wenn Royal Caribbean sagt, braucht ihr nicht mehr. Allerdings hatten wir in Vlogs auch schon gesehen von Reisen, die jetzt schon stattgefunden haben ohne die Maskenpflicht, dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern dass das Publikum dort an Bord doch schon so ist, dass die diese Freiheit und die Normalität auch genießen und die wahrnehmen. Aber so ein Restzweifel bleibt dann immer, wenn man hier solche negativen Erlebnisse hat. Ohne dass ich da jetzt jemandem Vorwurf mache, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist einfach keine schöne und kein Stück Normalität, sage ich mal, für mich, wenn ich in den Laden gehe und immer noch das Gefühl habe, ich habe jetzt ein Krankenhaus betreten und nicht einen Supermarkt. So, aber das nur am Rande. So, es war dann also so, wir wussten, an Bord können wir uns frei bewegen, ohne jemals eine Maske aufsetzen zu müssen. Für die Hafenterminals stand halt ganz eindeutig drin, dass es da teilweise noch eine Maskenpflicht geben kann, weil das eben von dem jeweiligen Land abhängt oder abhängig ist. Es stand auch drin, dass wir erstmal für Miami für den Cruise Terminal die Maske für den Boarding-Prozess aufsetzen müssten. Allerdings sind wir davon auch abgekommen, denn kurz bevor wir die Reise angetreten haben, wurde das gerichtlich dort gekippt und dann war also auch im Hafenterminal oder generell dort auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Florida oder generell in den USA wohl kein Thema mehr, sondern das ist eben aufgehoben worden. Und von daher konnten wir also schon am Cruise-Terminal ganz normal ohne Maske durch die Gegend gehen und haben da schon positiv wahrgenommen, dass das der Großteil der Leute wirklich macht. Also Maske hat man ganz vereinzelt gesehen. Wenn man es mal gehäuft gesehen hat, konnte man sicher sein, ah, da steht Crew beieinander, denn die Crew muss wohl noch die Maske tragen. So, also an Bord hat auch von den Crewmitgliedern jeder die Maske tragen müssen. Es ging sogar so weit, die hatten FFP2-Masken und darüber dann noch so eine schöne Royal Caribbean-Maske. Unser Kumpel hat dann wohl mal unten am Service-Desk gefragt und ja, das wäre wohl noch eine Vorschrift. Vermutlich auch, weil die noch testen müssen.
ist da ein bisschen anders. Aber für die Passagiere, ich rede jetzt wirklich nur mal aus Passagiersicht, gab es diese Einschränkung in keinster Weise, sondern uns war das komplett freigestellt. Und das Angebot haben wirklich viele, viele Leute, das hat man schon im Hafenterminal gemerkt, dort wahrgenommen. So, dann schauen wir mal, jetzt erzähle ich euch nochmal, wie ist es denn auf dem Schiff gewesen mit der Maskenpflicht? Ja, beziehungsweise mit dem Ende der Maskenpflicht, denn eine Pflicht bestand ja nicht mehr. Und es setzte sich auf dem Schiff zum Glück wirklich fort. Also es war kaum mal jemand mit Maske zu sehen. Und wenn, dann waren es oft auch Leute, die man so optisch dem asiatischen Raum zuordnen würde. Und das sind halt Menschen, die haben das vor Corona schon gemacht. Das ist dann für mich noch wieder ein bisschen was anderes, weil das nicht Leute sind, denen man das jetzt 2 Jahre irgendwie in Anführungsstrichen eingebläut hat, mit, oh, du musst das und oh, gefährlich und oh, sonst unsolidarisch und was man so alles hört als Argument dafür, dass man doch bitte weiterhin die Maske trägt. Sondern eben, das gehört bei denen so ein bisschen zu deren Kultur oder zu deren Lebensweise schon vor Corona. Von daher habe ich das noch wieder anders empfunden als die vereinzelten anderen, die man da gesehen hat. Ich hatte ja vorhin gesagt, bei den Kindern ist es so, dass die teils eben noch ungeimpft an Bord dürfen, nur mit einem Test, dann ist PCR-Test oder teils wurde auch noch am Hafen getestet. Das ändert sich immer mal wieder. Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder anders geregelt worden, zumindest für Europakreuzfahrten. So, aber Fakt ist, es durften Kinder dann ungeimpft an Bord. Und die sollten ja eigentlich die Maske, oder da war ja diese Maskenpflicht in Anführungsstrichen noch gegeben, weil die aufgehoben wurde, die ja nur für Geimpfte. Allerdings haben wir an Bord eigentlich überhaupt keine Kinder mit Maske gesehen. Auch wirklich nur vereinzelt mal irgendwo mal ein Kind, wo dann aber auch meistens die Eltern noch die Maske mit auf hatten. Wo ich also sagen würde, es war vielleicht einfach von denen überhaupt, dass die sagen, wir machen das trotzdem. So, jetzt kann ich natürlich nicht beurteilen, waren die Kinder wirklich einfach alle schon geimpft, weil die da schon früh impfen oder die Eltern einfach alle ihre Kinder haben impfen lassen gegen Corona. Oder war diese Pflicht einfach nur noch auf dem Papier und so wirklich hat es auch keiner nachvollzogen, weil du kannst ja auch nicht ständig hinrennen und sagen, oh, ihr Kind hat gerade keine Maske, wie ist es denn? Ist das denn ein geimpftes Kind oder zeigen Sie mal? So, das ist natürlich auch nicht sehr praktikabel und von daher denk, könnte ich mir vorstellen, dass man das einfach dann in die Verantwortung der Eltern gegeben hat und gesagt hat, ja gut, ne, wir haben eigentlich gesagt, tragt die Maske oder die Maske muss getragen werden, aber wir prüfen das jetzt auch nicht an jeder Stelle durch. So, das kann ich wie gesagt nicht sagen, weil der Impfstatus von den anderen Menschen geht mich nichts an und interessiert mich auch nicht. Aber das ist halt aufgefallen, dass die ganzen Kinder, also zumindest laut dem, was die Vorschrift war, wahrscheinlich entweder alle geimpft waren oder man das eben nicht so genau genommen hat. So, mit anderen Worten, wir haben uns auf diesem Schiff sowas von in die Normalität zurückversetzt gefühlt. Es war herrlich. Es war wirklich so. Man sah lächelnde Gesichter, man sah Gesichter, man sah nicht nur auf Masken. Und eine Sache ist noch zu sagen bezüglich der Crew, die ja die Maske tragen musste. Hier wurde ja damals oft gesagt, wenn man gesagt hat, man möchte auch mal wieder in Gesichter gucken und das Lächeln fehlt und so weiter, dass alle gesagt haben, ach, man kann auch durch die Maske lächeln, beziehungsweise ein Lächeln sieht man auch durch die Maske, beziehungsweise über die Augen. Hier habe ich das oft gar nicht so empfunden, vielleicht einfach, weil das Ganze drumherum so hier eher so von Steifheit, von Ängstlichkeit, von geh bloß auf Abstand und Spaß ist im Moment gar nicht so gut, weil ne, alles reduzieren, was nicht unbedingt notwendig ist. Und so wirkten diese Menschen hier auch immer auf mich. So wirken die auch nach wie vor, die im Supermarkt jetzt immer noch mit der Maske rumrennen. So. Bei der Crew war das ganz, ganz anders. Also da habe ich das erste Mal wirklich erlebt, was die Leute damit meinen, mit man kann auch durch die Maske lächeln oder man kann das Strahlen auch rüberbringen, wenn die Maske davor ist. Denn diese Crew, also das muss ich wirklich sagen, generell habe ich ja immer gesagt, diese Crew bei Royal Caribbean ist für mich was ganz Besonderes, weil die immer so eine wirkliche Herzlichkeit und Lebensfreude ausgestrahlt haben. Wir haben ja jetzt den aktuellen Vergleich gehabt mit den letzten 2 Jahren, wo wir einmal TUI, einmal AIDA gefahren sind. Und ich muss wirklich sagen, ja, beide Crews, TUI und AIDA, super nette Crew, toller Service, da ist nichts auszusetzen, nichts auch sehr freundlich und manche auch wirklich noch lustig dabei. Und würde man das hier beurteilen nach den Kriterien, die man so in Deutschland anwendet, würde man sagen, alles tippidoppi. So, wenn man aber das erlebt, was so auf amerikanischen Schiffen. Wir haben das auch bei Norwegian damals so empfunden, schon damals, diesen Unterschied zwischen,
dem Personal dort und wenn man hier in Deutschland irgendwo an Land, weil damals haben wir die deutschen Schiffe TUI und AIDA nicht ausprobiert, aber jetzt haben wir da auch direkt den Schiffsvergleich. Aber damals schon haben wir gesagt, wenn man das mit hier vergleicht, mit Hotels oder irgendwas, das ist eine ganz andere Herzlichkeit. Vielleicht liegt das wirklich an dem Publikum, was vorwiegend auf diesen Schiffen unterwegs sind, vorwiegend die Amerikaner, ne, US-Bürger und so weiter oder generell so internationales Publikum. So, also diese Crew ist wirklich, ich würde sagen, die ist eben herzlich. Die ist natürlich auch serviceorientiert, aber dabei ganz anders, ganz herzlich und man kann das schlecht beschreiben, man muss das erleben. Aber da konnte diese Strahlen wirklich auch immer durch diese Maske hindurchkommen. Und diese Crew war auch immer sehr, sehr nah am Gast. Also das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, oh, ne, wir müssen hier aber noch ganz, ganz vorsichtig sein. Bitte halten Sie mal Abstand, wenn Sie mit uns reden oder so. Nö, also mit einer Dame vom Parkcafé, die hat regelmäßig stand die da und hat getanzt mit den Leuten zusammen und eng an eng. Ich habe da noch so ein Video, könnte ich hier mal einblenden, dann seht ihr das mal, wo sie mit meinem Mann zusammen da so ein bisschen, ne? Also gar nicht. Also das war wirklich toll. Die haben zwar ihre Vorschrift gehabt, aber waren trotzdem nah am Gast und sehr, sehr herzlich, sehr freundlich. So, und von daher war das generell eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, sowohl unter den Passagieren als eben auch bei der Crew, auch wenn die Crew die Maske tragen musste. So, und jetzt kommen wir mal zu den anderen Dingen, die man sonst so im Moment noch Corona-bedingt kennt, beziehungsweise die hier immer noch viele einfordern, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr überall so Bestand haben. Ja, und zwar solche Sachen wie immer noch Abstand halten. Man hört das hier auch immer wieder, auch in den Geschäften, das wird teilweise nochmal durchgesagt. Es sind alle Markierungen noch vorhanden. Es stehen teilweise noch irgendwelche Sachen auseinander, sei es Tische oder so. Nicht mehr überall, aber manche machen es immer noch, obwohl es teils ja auch so aufgehoben ist. So, und als wir dann die Symphonie betreten haben und dann oben auf die Außendecks sind, haben wir direkt gemerkt, okay, hier ist alles wieder so, wie wir es kennen von Kreuzfahrten vor Corona. Die liegen, stehen ganz normal aneinandergereiht. Da ist also keinerlei Abstand mehr zwischen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, weil das war schon eine Sache, wo ich gesagt habe, war ganz angenehm, als wir mit TUI und AIDA unterwegs waren und da noch dieses akribisch genaue Abstandmessen stattfand, dass man sagen konnte, okay, da stehen zwei Liegen zusammen und die nächsten zwei oder auch vier Liegen zusammenhängend für Familien, was auch immer, sind dann doch 1,5 Meter weit weg, sodass ich nicht meine Hand direkt auf eine fremde Liege lege, wenn ich irgendwo liege. So, da kann man jetzt drüber streiten, aber trotzdem war es für mich einfach ein schöner Anblick, weil ich gesehen habe, das ist wieder wie früher. Da ist nichts Corona und Panik und da darf keiner liegen und ups, da ist der nächste Gast ist die Virenschleuder für mich. Nee, war alles, wie gesagt, so wieder aneinandergereiht. Die Barhocker und so weiter. An den Bars konnte man sitzen. Es war also nicht so, dass man nicht an den Bars sitzen durfte, sondern nur irgendwie an Tischen drumrum oder was. Alles so, ja. Sage ich mal, alles wieder in Benutzung, ohne große Einschränkungen. Und auch bei den Dingen war es halt so, schon früher vor Corona haben wir immer geguckt, ob wir da so irgendwie das, die Möglichkeit haben, dass eine Liege dazwischen so oder so frei bleibt. Meistens machen die Leute das auch von sich aus. Da geht es dann gar nicht darum, dass man den anderen nicht zu nahe kommen will, sondern dass man einfach eine gewisse Komfortzone braucht, wo man liegen möchte, bevor da der nächst Fremde wieder liegt, weil man ja auch nie weiß, liegt da wer, der mir jetzt sympathisch ist. Und wenn man da dann 2, 3 Stunden sonnen will, ist das natürlich was anderes, als wenn man mal kurz irgendwo in der Schlange dicht an dicht steht. So, also, aber das war überhaupt kein Problem. Wir haben immer auch so solche Plätze gefunden, beziehungsweise waren oftmals Liegen auch zwischendrin frei. Da muss man was zu der Auslastung sagen. Normalerweise passen auf die Symphony of the Seas so etwas um die 5.500 Passagiere. Wir haben dann mal erfragt, wie viele da an Bord waren bei der Reise. Das kann man beim Gästeservice erfragen. Und da hat man uns gesagt, etwas über 4.900 Passagiere. Das heißt, es war noch nicht Volllast. Ob das jetzt war, weil es nicht ausgebucht war oder ob man noch selber sich so eine kleine Kapazitätenbeschränkung da auferlegt oder die noch von der CDC vorgegeben wird, was auch immer. Vermag ich nicht zu beurteilen, ist aber auch nicht relevant. Fakt ist, dass fast 5.000 Menschen auf dem Schiff waren und man trotzdem diese Plätze hatte. Das ist einfach geschuldet, dass diese Schiffsklasse einfach toll und geräumig gebaut ist. Das sage ich immer wieder, wenn alle sagen, alles zu voll und so. Ja, an bestimmten Stellen ist es natürlich voll und wuselig, aber das Schiff hat so viele Plätze und auch Liegeplätze und so, dass man das also auch umgehen kann, wenn man das Bedürfnis dazu hat. So, also so viel dazu, das also auch alles normal. Show-Ensemble komplett, das
fanden alle Shows richtig toll mit riesigem Aufwand, wie man es von Royal Caribbean kennt, statt. Die Aquashow haben wir da leider verpasst, aber nicht irgendwie Corona-bedingt, sondern es war einfach da schlechtes Wetter für diese Show, weil viel Wind und auch teils Regen und die sind nun mal auch ganz oben, da wird auf Seilen über dem Schiff balanciert und. Das ist dann immer ein Risiko. Wir haben aber dann eine ganz tolle Aquashow noch auf der Wonder dann sehen können, von daher war es okay. Aber es war alles da, also nichts, was Corona-bedingt irgendwie eingeschränkt wäre oder wo man gesagt hat, da dürfen jetzt aber nur ein paar auf die Bühne oder so. Nee, war alles volle Kanne, wie man es kennt. Es gab Partys, es gab Veranstaltungen, Silent Party war, war Tanz, es waren Tanzkurse. Es gab nichts, was in irgendeiner Form durch Corona eingeschränkt gewesen wäre. Physical Distancing, wie sich das da so schön nennt, nicht so wie hier, hieß es ja mal Social Distancing, auch da standen dann Schilder noch so mit Physical Distancing an einigen Stellen. War aber mehr so wie eine Erinnerung gedacht, dass man vielleicht darauf achten kann. Aber das wurde nicht praktiziert. Also die Pools konnten wieder voll gemacht werden, stand auch nicht mehr dran, irgendwie nur so und so viele Leute. Gleiches bei den Fahrstühlen. Da auch die ganz lustige Anekdote. Ständig, wenn der Fahrstuhl schon rappelvoll war, man stand drinne und es kam immer mehr dazu. Wenn die Tür wieder irgendwo aufging und es war noch irgendwo minimal Platz, sind die Leute zusammengerückt und haben dann diejenigen, welchen noch reingebeten. Und die sind auch in der Regel reingegangen. Hier hatten wir es auch schon so, dass dann die Leute gesagt haben, nee, 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 ich warte nochmal, oh nee, ist mir zu voll oder so, da überhaupt nichts. Wir haben das nicht einmal erlebt, dass da irgendjemand gesagt hat, nee, doch nicht. Na, also ja, man kann sagen, man war wieder in einer Normalität, in einer normalen Welt unter alles Menschen, die andere Menschen nicht als eine Virenschleuder oder als Gefahr gesehen haben, sondern einfach als Menschen. Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, oder ich habe das Gefühl gehabt, diese Leute dort, wie gesagt, vorwiegend war das Schiff mit US-Amerikanern und so, ja, belegt, sage ich mal, haben einfach für sich gemerkt, dass man mit Corona leben müssen wird. Es verschwindet nicht mehr und die werden sich sagen, ja, vielleicht kriegen wir 2, 3, 4 Mal Corona, vielleicht kriegen wir jedes Jahr irgendwie Corona, so wie wir jedes Jahr auch eine Erkältung kriegen, grippalen Infekt oder irgendwas. Aber es muss ja weitergehen und ich kann ja jetzt nicht mein Leben lang die Maske tragen und egal wann ich aufhöre, ob jetzt oder in 2 Jahren, Corona ist ja da. So, die sind alle geimpft gewesen und werden sich denken, okay, normalerweise darf mich kein schwerer Verlauf ereilen. Könnte zwar auch passieren, weil passiert ja auch Geimpften, aber das sehe ich jetzt als ganz normale Gefahr des Lebens, so wie viele andere Gefahren im Leben halt auch stattfinden. Und genauso mit dieser Einstellung. Diese Einstellung haben sie so ein bisschen nach außen projiziert und das fand ich super, super angenehm. Ich war sehr gerne mit diesen ganzen Leuten zusammen. Diese fremden Leute waren mir alle sehr angenehm. Ich fand die alle irgendwo toll in dem Sinne. Ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Ja, und dann kam halt die Heimkehr nach Deutschland und dann mussten wir hier einkaufen gehen in den Supermarkt, weil ja frische Lebensmittel und so natürlich nicht mehr da waren nach 2 Wochen. Ja, und da hat man einfach wieder gemerkt, was hier angerichtet wurde, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Mit der ganzen Maschinerie von jeden Tag irgendwelche Zahlen in den Medien, jedes Mal ein Herr Lauterbach, der warnt und oh, alles so schlimm und oh, die nächste Killer-Variante steht schon in den Startlöchern und oh, auch wenn die Maskenpflicht aufgehoben ist, ich hätte sie ja gerne noch behalten und Leute, seid doch vernünftig und tragt sie trotzdem und bla bla blub. Ja. Bei den Leuten im Gehirn, bei den meisten ist es angekommen, scheinbar. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier in Deutschland niemals wieder ganz normal und frei leben werden. Also in der Masse. Ich selber schon. Ich lebe so frei, wie es mir das Gesetz jetzt erlaubt. Aber trotzdem fühle ich mich hier nicht frei. So, weil wir ständig im Laden denken, ah, scheiße, jetzt darfst du dem auch nicht zu nahe kommen, sonst kriegst du unter Umständen gleich noch einen Anschiss. Noch schlimmer hast du dann einen, der es vielleicht mal umgekehrt macht. Diesmal ist ja einer damals da in der Tanke erschossen worden, weil er die Maskenpflicht durchsetzen wollte, obwohl er da nichts für kann. So, wer weiß, ob nicht ein anderer mal genauso ist, weil man nicht auf Abstand geht oder so. Also deshalb lebe ich hier auch nicht wirklich normal, auch wenn ich für mich die größtmögliche Normalität versuche zu leben. Aber das ganze Umfeld oder das generelle Klima in diesem Land ist einfach ein anderes als im Ausland. Und das habe ich ja in mehreren Ländern erlebt. Wie gesagt, Mexiko und so weiter, es war ähnlich. Es bestand auf dem Papier noch die Maskenpflicht für drinnen in den Innenräumen. Und man hatte uns gesagt, wenn wir von Bord gehen, sollen wir bitte dann die Maske anlegen für das Cruise-Terminal dort. Erste Station war Costa Maya.
So, und da haben wir dann aber gemerkt drinne, es hat keiner eine Maske aufgehabt und niemand von dem Personal dort, von den Securities und hat auch nur irgendjemandem gesagt, bitte setzen Sie die Maske auf, es ist hier noch Maskenpflicht. Nö, das wurde einfach so hingenommen und mittlerweile habe ich auch gelesen, dass Mexiko demnächst die Maskenpflicht im Innenraum auch sowieso wieder generell abschaffen wird. So, und die haben es also so auch schon nicht mehr praktiziert. Honduras war's alles genauso locker und wir haben da eine Tour mit zwei Auswanderern gemacht, die dort Touren anbieten und die haben auch gesagt, ne, so, hier leben die Leute einfach wieder. So ähnlich, ne, in Miami war es nichts anders und auch als wir jetzt letztes Jahr dann November hin, Dezember, zwischen November und Dezember in der Domrep waren, haben wir ja schon Ähnliches. Ich habe dazu das Video ja auch gemacht, wo ich berichtet habe, wie normal dort alles war. Man hat wirklich so das Gefühl, in der ganzen Welt haben die meisten Länder, wenn man jetzt mal so vom krassen China oder so absieht, haben verstanden, dass jetzt die Normalität zurück muss, weil es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt wieder anfange, die Maske abzulegen und den Leuten wieder ganz normal nahe zu kommen oder ob ich das in 3 Jahren mache. So. Ja, und das fehlt mir hier sehr und ich vermisse das jetzt schon wieder richtig und ich freue mich schon auf Oktober, wenn wir die nächste Cruise planen, dann eben auch entweder wieder mit Royal Caribbean, vielleicht aber auch diesmal mit Carnival Cruise Line. Da ist aber ähnlich, da sind ähnliche Voraussetzungen. Von daher denke ich, dass es in dem Sinne dann ähnlich sein wird. Ja, und das ist einfach das, was ich euch mit auf den Weg geben kann, wenn ihr wie ich dieses normale Leben immer noch so vermisst, obwohl wir ja jetzt hier zumindest die meisten Einschränkungen für einen persönlich weg haben. Dann macht eine Kreuzfahrt. Macht eine Kreuzfahrt mit Royal Caribbean. Also Royal Caribbean kann ich sowieso nur sehr empfehlen. Generell sind wir davon ja sehr angetan. Aber jetzt auch in diesem Bezug konnten wir das positiv empfinden. Wenn ihr natürlich eher zu den ängstlichen Leuten gehört, die jetzt vielleicht da sitzen, das Video gesehen haben und sagen, die ist verantwortungslos, was auch immer, dann fahrt lieber TUI oder AIDA, weil da, wie gesagt, sind die Regeln noch recht, recht streng. Da ist noch eine Maskenpflicht in den Räumen. Dort braucht man auch noch die Booster-Impfung. Ich denke, die Abstandsregeln und so werden da auch eher eingehalten. So, aber alle anderen, ab in die weite Welt. Es gibt so viele Orte auf der Welt, wo man sich einfach jetzt mit Corona arrangiert hat. Und da könnt ihr einfach ein bisschen Kraft tanken, ein bisschen wieder das normale Leben genießen. Ja, in diesem Sinne war es das mit diesem Video. Jetzt, wie gesagt, ein bisschen viel Gequassel, Real Talk, wie auch immer. Es gibt aber auch schon Vlogs zu der Reise hier, wo ihr einfach nur so ein bisschen die Impressionen sehen könnt. Und ansonsten hören wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.